Gute Dozenten überzeugen nicht darum, weil sie exakt bestimmte didaktische Theorie anwenden, sondern weil sie als Menschen in der Situation offen, lebensnah und witzig überkommen. Gute Lehre klingt dann, wenn der Beziehungsaufbau klappt. Zwischen den Studierenden und mir, zwischen den Studierenden untereinander und zwischen mir als Dozent und den Inhalten, die ich vermitteln möchte. Meinen Unterricht gestalte ich mit Kopf, Herz und Hand. Also Fachwissen, Liebe und Praxisbezug. So spreche ich unsere Studierenden ganzheitlich als Menschen an. Gute Hochschullehre sollte die Studierenden auf eine produktive Art durcheinander bringen. Die Welt ist unfassbar vielfältig und trotzdem geht es mit rechten Dingen zu. Wir verstehen den Lauf der Sonne und stoßende Kugeln. Mein Physikunterricht versucht, die Kunst des Rechnens und die Freude an der Vielfalt zu vermitteln. Gute Lehre vermitteln nicht Worte, sondern Wissensbestand. So kann sie Interesse und Neugier wecken, mit denen sich eben die Wissensbestände hinterfragen und weiterentwickeln lassen. Und hinter guter Lehre steht immer auch ein gutes Team. In der Lehre geht es nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch kritisches Denken zu fördern. Es braucht Klarheit, Begeisterung und Empathie, um die Studierenden dazu zu ermutigen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Ich habe große Freude daran, Wissen, das mich selber fasziniert, an die Studierenden weiterzugeben. Dabei ist es mir wichtig, die Studierenden wirklich ernst zu nehmen, und das schätzen sie sehr.